Hey Leute, willkommen zur neuesten Ausgabe von NewsView. Heute ohne Bart, dafür aber mit vielen Informationen rund um die Oculus Rift und die Virtual Reality an sich. Dann klären wir, warum Rainbow Six Fans so lange auf Patriots warten müssen und vieles weitere folgt dann nach dem Intro. Und dann starten wir heute mal mit einem etwas anderen Thema als sonst, denn in letzter Zeit hört man ja nicht so viel von Nintendo, da sie nicht so viele neue Spiele rausbringen und die Wii U neben den neuen Next-Gen-Konsolen nicht so gut ankommt. Und umso mehr freut man sich, wenn man alte bekannte Helden dann mal wieder sieht. Und das ist jetzt passiert, wenn auch nicht in dem gewohnten Setting. Denn auf dem YouTube-Channel Beatdown Boogie sind 6 Episoden von einem Fanfilm aufgetaucht mit dem Namen Mario Warfare. Hier kann man diverse Nintendo-Helden wie Mario, Link, Peach, Ash und Kirby in einem epischen Kampf sehen, den man den kleinen knuffligen Helden, die man von der Konsole kennt, gar nicht zugetraut hätte. Das Ganze ist echt abgefahren gemacht und am Ende taucht sogar noch ein Stargast auf, den man vielleicht aus dem einen oder anderen Nintendo-Spiel schon kennt, der aber eigentlich woanders hin gehört. Also alles in allem solltet ihr euch das Ganze unbedingt mal anschauen. Viele Fans warten ja schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Standalone-Version von DayZ. Und für alle, die nicht wissen, was DayZ ist, das ist eine erfolgreiche Zombie-Mod für Arma 2. Und die aber so ein bisschen daran scheiterte, dass die Arma 2-Engine nicht ganz ausgereift ist, viele Fehler hat. Und dementsprechend hatte die Mod natürlich auch einige Fehler. Und deshalb freuen sich jetzt alle auf die Standalone-Version. Und die wurde einfach am 16. Dezember in den Steam Online Store geworfen und kann jetzt für 23,99 käuflich erworben werden. Und da war der Ansturm auch riesig, weil viele Leute halt darauf gewartet haben und Dean Hall postete auch am selben Tag, dass sie im Moment bis zu 200 Registrierungen pro Sekunde haben, was echt viel ist und das beweisen auch Zahlen, die sie noch veröffentlicht haben. Nach 12 Stunden wurden bereits 88.000 Einheiten verkauft, bis zum Tagesende waren es dann 172.000, was einen Tagesumsatz von 4 Millionen Euro macht. Das ist echt nicht schlecht, denn man muss ja bedenken, eigentlich war das mal eine Mod, für die jetzt eine Standalone-Version rausgebracht wurde. Und das Problem daran ist nur so ein bisschen, dass es halt eine Alpha ist, für die jetzt alle ihr Geld rauswerfen. Und Dean Hall sagt auch selber, wenn man nicht wirklich Hardcore-Fan ist und am Entwicklungsprozess teilnehmen sollte, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, sich das Ding zu kaufen. Denn im Moment sind natürlich viele Bugs im Spiel und ob man es auch wirklich schon Spiel nennen kann, muss man selber wissen. Und das muss man alles beachten, bevor man das Ding kauft. Also ich persönlich werde auch noch nicht zugreifen. Ich warte, bis es ein bisschen ausgereifter ist, bis man das Ganze ein bisschen spielen kann. Und dann bringe ich euch vielleicht auch ein, zwei Videos dazu. Wir werden mal sehen. Aber ich warte erstmal noch. Wie werdet ihr das machen? Also werdet ihr euch schon an der Alpha beteiligen oder habt ihr da keinen Bock drauf und wollt lieber ein fertiges Spiel? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Viele sehen ja ein großes Potenzial in der Virtual Reality Brille Oculus Rift, die sich derzeit in Entwicklung befindet. Ich persönlich auch und ich werde mir das Ding bestimmt auch kaufen, wenn es soweit ist, weil ich glaube, das ist wirklich innovativ. Und ich würde die Jungs und Mädels auch gerne unterstützen, aber das kann ich leider nicht, weil mir das nötige Kleingeld fehlt. Anders verhält es sich dann mit der Investorengruppe Andreessen Horowitz, die einfach mal 75 Millionen Dollar zugeschossen haben für die Entwicklung. Das ist ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass die Entwickler bisher nur 16 Millionen Dollar zum Ausgeben hatten. Und damit wollen sie sicherstellen, dass die Marktreifung voranschreitet und dass es, wenn es soweit ist, keine großen Probleme auf den verschiedenen Systemen, für die die Oculus Rift dann erscheinen wird, geben wird. Dass die Investorengruppe sich da einkauft, ist eigentlich ein relativ gutes Zeichen, denn bisher haben sie ein relativ gutes Gespür gehabt, was erfolgreich wird und was nicht. Denn sie haben zum Beispiel an Netflix Teilhaberschaft gehabt oder bei Skype und ähnlichen. Natürlich springt für sie auch ein Platz im Vorstand raus und dementsprechend hat das auch seine Vorteile für sie, wenn das Ding erfolgreich wird. Aber erstmal ist es natürlich eine krasse Summe, die man sich mal einfach durch den Kopf gehen lassen muss. 75 Millionen Dollar. Was könnte ich damit nur machen? Eine neue Grafikkarte! Und auch wenn für viele die Virtual Reality noch so ein bisschen Zukunftsgeschichte bleibt, probieren derzeit schon einige verschiedene Leute rum und so zum Beispiel auch ein YouTube-User, der ein Video veröffentlicht hat, bei dem er mehrere Komponenten miteinander verbindet. Also die Oculus Rift, die Cypress Virtualizer und eine Remote. Und dann spielt er einfach GTA und fährt selber in GTA rum, macht Frauen an oder verprügelt Leute und rennt dann weg. Was meint ihr, ist das wirklich die Virtual Reality? Also werden wir in Zukunft wirklich in einem Raum sitzen, der komplett animiert ist und werden die Spielfigur sein? Ich glaube da noch nicht so dran. Also gerade im Moment ist das Ganze ja auch noch nicht ausgereift. Und gerade in Shootern, wo es schnell zugeht, wird vielen Leuten mit der Oculus Rift wirklich schlecht, weil die Bildsynchronisation gar nicht beim Drehen hinterherkommt. Oder
es ist gar nicht möglich, weil der Gewaltgrad viel zu hoch wird. Denn es ist ja was anderes, wenn man auf seinem Sofa sitzt, mit dem Controller in der Hand und vielleicht mit einem Schwert Leute umlegt, als das, wenn man das selber macht. Was meint ihr, wie werden wir in 20 bis 30 Jahren wirklich Computerspiele spielen? Schreibt es doch in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Immer wieder kommt es vor, dass Videospiele in den Nachrichten sind. Wenn es zum Beispiel ist, dass irgendwelche Hintergrundberichte veröffentlicht werden, die exklusiv natürlich aufgenommen wurden und dann sind es eigentlich nur Videospielszenen von irgendwelchen Kriegsorten. Oder wenn natürlich Killerspieler wieder am Start waren und die bösen Killerspiele wieder schuld sind. Und diesmal hat Bioshock Infinite getroffen, die ja mit ihrer Handlung so ein bisschen kontroverse Themen aufgreifen, wie zum Beispiel die Unterdrückung durch die Faschisten oder religiösen Fanatismus. Und diesmal hat es leider Gruppierungen erwischt, die das nicht ganz so verstehen, dass das eigentlich ein Spiegel vorhalten soll. Und so verwendet die National Liberation Federation, eine ultrakonservative und patriotische amerikanische Gruppierung, nun Plakate aus der Wolkenstadt Columbia auf ihrer Facebook-Seite. Zu sehen ist darauf der ehemalige US-Präsident George Washington, der die Unabhängigkeitserklärung in der einen und eine Glocke in der anderen Hand hält. Und ihm zu Füßen liegen einige zwielichtige Gestalten, die ausländische Züge aufweisen. Unterlegt ist das Ganze mit dem Schriftzug, es ist unsere heilige Pflicht, Vorkehrungen gegen ausländische Horden zu treffen. Natürlich sind solche Bilder nicht dazu gedacht, solche Gruppen zu unterstützen, sondern sie sollen ihnen wirklich einen Spiegel vor die Nase halten, um zu zeigen, ihr seid ganz schön bescheuert. Und die stellen das Ganze auch so ein bisschen übertrieben dar. Und dass dann genau solch eine Gruppierung sich so ein Bild rausnimmt und sagt, okay, hier, das meinen wir ernst, ruft natürlich einen Haufen Spieler auf die Fläche, die das natürlich sofort gesehen haben, dass es aus Bioshock ist. Und dementsprechend haben sie eine Menge Hohn und Spott geerntet für diese Aktion. Und meiner Meinung nach zu Recht. Viele freuen sich ja schon wahnsinnig auf den im nächsten Jahr erscheinenden Multiplayer-Kracher Destiny, der ja quasi direkt der Konkurrent zu The Division wird. Und jetzt wurden neben neuen Gameplay-Szenen auch einige Informationen bekannt, denn die Entwickler haben sich wohl bestehende Spiele angeschaut und geguckt, okay, was können wir daraus übernehmen? So zum Beispiel aus Borderlands die Waffendrops. Bei Borderlands war es ja im Endeffekt so, dass man, wenn man Gegner getötet hat, bei einigen immer eine Waffe gefunden hat. Das waren bei Borderlands extrem viele und die waren dann entweder besser, dann hat man sie ausgetauscht mit seiner existierenden, oder man hat sie einfach verkauft oder manchmal sogar weggeschmissen, weil das Inventar eh schon voll war. Und das will Destiny übernehmen, nur wird es bei Destiny dann im Endeffekt nicht ganz so viele Waffen geben, denn diese sollen einmaliger und interessanter sein als bei Borderlands, denn da hat man die ja wirklich hinterhergeworfen bekommen. Außerdem haben die Entwickler auch noch so ein bisschen bei Dark Souls gespickt, denn die Bossgegner bzw. Gegner in Destiny sollen gar nicht so leicht zu besiegen sein. Und bei vielen soll man davor stehen und denken, okay, wie kriege ich den jetzt besiegt? Ich habe keine Ahnung. Und so kann es natürlich passieren, dass man dann auch mehrmals stirbt, bevor man einen Gegner endgültig besiegen kann. Dann bekommt man hoffentlich dann auch eine gute Waffe, weil sonst hat sich das Ganze nicht gelohnt. Für alle, die nicht so viel Bock haben, sich so in das Spiel einzuarbeiten, wird es dann aber trotzdem Quests geben, die leichter sind. Aber eben die Hardcore-Gegner sollen auch nur die besiegen, die sich viel mit dem Spiel beschäftigen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf Destiny und auch auf The Division und bin gespannt, wer das Rennen macht, denn sie sind ja beide so ein bisschen im selben Genre. Und deswegen werden sie sich auch so ein bisschen die Leute wegnehmen. Also für The Division spricht natürlich die Grafik und Destiny hat so ein bisschen die Halo-Leute im Hintergrund und dementsprechend Team Xbox wohl auf seiner Seite. Was haltet ihr von den beiden Spielen? Was denkt ihr, wer wird das Rennen machen? Schreibt mir doch einfach Destiny in die Kommentare, falls ihr denkt, Destiny wird der Mega-Ultra-Kracher, oder wenn ihr eher im Team Division-Lager seid, dann schreibt doch The Division in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Bereits 2011 veröffentlichte Ubisoft ja schon erstes Bildmaterial und erste Informationen zu Rainbow Six Patriots und das war schon vor 3 Jahren, dementsprechend müsste das Spiel so 4 bis 5 Jahre schon in der Entwicklung sein und seitdem hört man nicht mehr so viel und auch das angestrebte Veröffentlichungsdatum Ende 2013 ist jetzt eher noch schwierig zu erreichen. Da fragen sich Fans natürlich und ich mich auch, was ist da los und wird das Spiel überhaupt noch kommen? Und der Chef von Ubisoft von Nordamerika hat sich dazu geäußert und gesagt, ja, wir entwickeln auf jeden Fall noch daran. Problem ist nur, wir mussten das Konzept des Spiels, was wir damals vorgestellt haben, komplett umwerfen und quasi komplett von vorn mit der Entwicklung beginnen und dementsprechend wird sich das jetzt auch noch hinziehen. Ich kann das irgendwie verstehen, denn die Szenen, die damals veröffentlicht wurden, waren wirklich kontrovers. Da musste man zum Beispiel einen Vater, der einen Bombengürtel um hatte, von der Brücke stoßen, nur damit der Schulbus mit Kindern nebenan nicht explodiert. Das sind so schwierige Fragen, was in Videospielen immer schwierig funktioniert.
Und dementsprechend mussten sie es wahrscheinlich komplett ändern. Und die Idee des Teams wurde dann einfach zurückgenommen. Weitere Informationen zu dem Rainbow Six Teil, den sie jetzt gerade entwickeln, gibt es leider noch nicht. Er sagt nur, dass sie wahrscheinlich auch den Teil umbenennen werden. Also mit Patriots hat das dann nicht mehr viel zu tun. Und dementsprechend wird es ein komplett anderes Spiel. Problem, was es da natürlich noch gibt, ist, wenn sie jetzt mit ihren neuen Ideen auch scheitern sollten, wird Ubisoft das Projekt wohl einstampfen. Und dann ist die Frage, ob es jemals noch einen Rainbow Six Teil geben wird. Ich denke, irgendwann wird es dann bestimmt einen geben, aber das könnte noch ein bisschen dauern. Und ich hatte mich eigentlich schon drauf gefreut und viele andere nämlich auch an. Und dementsprechend bin ich gespannt, was da auf uns zukommt und ob sie es jetzt, wie sie es jetzt planen, wirklich durchziehen können. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von NewsView. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder abonniert mich sogar, dann bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden. Und nächste Woche wird es kein NewsView-Video geben. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Themen ein bisschen fehlen zwischen Weihnachten und Neujahr. Da gibt es einfach nicht so viel, was man berichten kann. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass ich ein Special für euch geplant habe. Was genau euch da erwartet, das verrate ich noch nicht. Aber vielleicht spoilere ich das so ein bisschen nächste Woche auf meiner Facebook-Seite. Also falls ihr die noch nicht verfolgt, einfach liken und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr reichlich beschenkt werdet. Vielleicht ist das ein oder andere Computerspiel ja sogar unter dem Baum. Also habt Spaß, verbringt aber auch Zeit mit eurer Familie und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dann!